So, hallo und herzlich willkommen im auf dem Schreibtisch zum zweiten Dankeschön-Video heute. So, da liegt es besser. Und zwar seht ihr hier, hoffe ich zumindest, einen Haufen Objektive und eine Kamera. Und genau darum geht es entsprechend auch. Und zwar ein Teil dieser Haufen Objektive, die habe ich schon ein bisschen länger. Vom gleichen, mit Verlaub, das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, bisschen wahnsinnigen edlen Spender. Wirklich nicht böse gemeint, aber das muss jetzt auch mal, das ist irre. Es ist einfach irre. Und mit den vielen von denen, also manche sind auch ganz neu, aber mit vielen von denen konnte ich schon ein bisschen rumexperimentieren mit einer vergleichsweise alten Sony-Kamera, der Nex 5, Nex 6, irgend sowas, kriege ich gar nicht mehr zusammen. Das ist jedenfalls ein Vorgängermodell von diesem Teil hier. Und das ist sicherlich eine der erfolgreichsten spiegellosen sogenannten Systemkameras, die es derzeit auf dem Markt so gibt. Ist nach Meinung von vielen, und dafür habe ich einfach zu wenig Vergleichsmöglichkeiten und möchte mich jetzt nicht da jetzt als großer Kamera-Pro irgendwie profilieren, der ich nicht bin, aber nach Meinung von vielen, man findet wirklich also ganz, ganz viele entsprechende Bewertungen. Im Internet ist es vielleicht die Kamera mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die man derzeit so als Fotograf und Filmer in Kombi kriegen kann. Ne? Es handelt sich hier um die Sony Alpha 6100. Das wäre eigentlich die Kamera gewesen, die ich mir nachdem meine Canon EOS 200D, die hier das hier gerade aufnimmt, den Geist aufgegeben hat, wäre der Plan gewesen, dass ich mir danach eben eine Sony 6000 irgendwas zulege, ohne genau zu wissen, welche Sony 6000 irgendwas ich da haben möchte. Ja, die Frage hat sich jetzt erledigt und tatsächlich wäre die 6100 auch genau das Exemplar meiner Wahl gewesen, weil sie für das, was ich tun möchte, definitiv das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liefert, alles kann, was ich gern möchte und nicht gleich ein völliges irres Preisverhältnis dann mitbringt. Ne? Aber gut, jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen zu warten, bis meine Canon hier den Geist aufgibt. Hat sich erledigt, denn da ist sie ja schon. Die 6100. Ach, ja. Sie ist angekommen, wie immer. Ne? Du hast ein Händchen dafür, immer dann irgendwelche krassen Pakete zu schicken. Wenn ich gerade so gar keine Zeit habe, um mich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, war irgendwie anderthalb Stunden, bevor ich zu einer Führung los musste, kam da entsprechend die Post und ich saß nicht auf einem Stuhl, aber wäre ich drauf gesessen, wäre ich wahrscheinlich runtergekippt. Deswegen habe ich mich direkt auf den Boden gesetzt, das war sicher. Ja, eine großartige Kamera. Fotografieren damit macht außerordentlich Spaß. Ich habe jetzt noch nicht so viel damit gemacht, wie ich damit noch machen werde. Also das auf keinen Fall. Natürlich geht ja gar nicht. Aber auch nicht so viel gemacht, wie ich gerne gemacht hätte, bevor ich jetzt Danke sage. Aber ich will das auch nicht länger rauszögern. Da bin ich wirklich hin und weg von dem Teil. Gut. Also wirklich, wirklich, wirklich eine Traumkamera. Das macht unglaublich Spaß, mit dem Teil zu arbeiten. Die Auswahl an Objektiven. Auch wirklich, wirklich spannend. Ganz viel, ganz Tolles dabei. Das sind jetzt nicht 100% alle, die ich jetzt habe, die ich theoretisch an diese Kamera ranschrauben könnte. Das wären jetzt nochmal ein paar mehr. Aber ich habe hier nur begrenzt Platz. Und es sprengt sonst einfach wirklich den Rahmen. Und zum allen Überfluss war da auch noch was anderes dabei. Ein weiteres technisches Gerät mit einem Griff, sage ich jetzt einfach mal. Dazu dann später nochmal irgendwann separat. Da werde ich noch ein bisschen brauchen, bis ich kapiere, wie man das wirklich verwendet. Da bin ich noch ein bisschen scheu. Ist einfach zu viel auf einmal. Das ist Pädagogik hatten wir es eben von der Pädagogik. Ne? Wenn man einem Kind
zu viel schöne Geschenke auf einmal schenkt, hier, ne, Pädagogik, ist vielleicht für die Kindererziehung nicht unbedingt vorteilhaft. Und so geht es mir jetzt ein bisschen, dass ich mich etwas überführt oder erfordert fühle von zu vielen schönen Spielsachen auf einmal. Und daher werde ich mir die Spielsachen ein bisschen rationalisieren, rationieren, so rum. Ah, meine Fresse. Eieieiei. Und das ist der Plan. So, jetzt aber zur Sache, bevor ich hier, also wirklich irre, wirklich vielen, vielen Dank. Machen wir ein Deckelchen ab. Ne? Übrigens, Objektivdeckel, winzig. Ne? Canon-Objektivdeckel, wo ist er? Sowas hier. Ne? Allein das ist schon mal interessant, das ausschlaggebendes Kriterium einfach für die Größe von solchen Objektiven. Jetzt muss ich doch einmal schnell, ich wollte eigentlich nicht groß aufstehen, aber jetzt muss ich doch kurz laufen und mal ein Canon-Objektiv zum Vergleich holen. Also Canon-Objektive sind jetzt bei weitem nicht schlecht, aber nur mal so als Dimension. Das ist jetzt natürlich noch ein ganz anderer Zoom-Bereich, aber das, was hier jetzt drauf ist, ne, dieses kleine Schnuckelchen, das ist das Kit-Objektiv, also das Standard-Objektiv, das standardmäßig mit so einer Kamera mitgeliefert wird, wenn ich das richtig kapiert habe. Bei Canon würde das so aussehen. Nur mal so als Direktvergleich. Gut, das sitzt dann natürlich noch ein bisschen enger drauf, aber diese Dinger hier sind nicht unbedingt schwer, diese Canon-Objektive. Die sind halt nur in Anführungszeichen aus Plastik. Plastik und Glas im Grunde, auch hier so ein Tamron, sind damit halt sehr leicht. Und das ist schon cool, dass die so leicht sind und man mit denen dann doch gut verreisen kann. Also tolle Objektive, das Kit-Objektiv jetzt nicht weniger, ne? aber dieses Tamron beispielsweise, da hatte ich sehr viel Freude mit. Das hat auch eine exzellente Bildstabilisierung, macht wirklich enorm Spaß, mit dem Ding vor allen Dingen zu filmen. Also das nur so mal als Beispiel für Canon-Objektive. Man kann mit einem Adapter Canon-Objektive bzw. Tamron für Canon-Objektive auch auf einer Sony anschließen. Ist überhaupt kein Problem. Gut, jedenfalls das nur am Rande angemerkt. Und eben dieses Kit-Objektiv, das mag jetzt nicht das allerbeste auf der Welt sein, aber die Bildstabilisierung ist ganz ordentlich, insbesondere weil das so klein ist und da kann man schön mit arbeiten. Aber das Coole ist jetzt, zum Beispiel, ja, da sieht man jetzt natürlich nichts, zum Beispiel, wenn ich hier jetzt irgendwas scharf stellen möchte, ja, und dann hat, also Sony hat im Gegensatz zu meiner Canon kein volles Touch-Display. Meine Canon hat komplett Touch-Display, da kann man alles im Menü einstellen, was man lustig ist mit Touch. Wenn du hier versuchst, im Menü irgendwas mit Touch zu machen, viel Spaß, dann musst du hier mit diesem Zeug da durchklicken und so weiter und so weiter. Das sieht man jetzt nicht, ist nicht scharf, jetzt kann man es, glaube ich, besser erkennen. Und ja, geht, kann man machen. Ne? So, jetzt wollte ich, angenommen, ich wollte jetzt hier ein Foto machen oder, ja, dann der Autofokus ist super, super schnell. Gesichtserkennung super, super gut. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil ich habe gar kein Gesicht griffbereit, obwohl ich kann mal das so versuchen. Ja, und wie man sieht, hat die auch ein Klappdisplay, dass man dann auch den Typ hinter der Kamera einigermaßen erkennen kann. Ach, das ist auch eine gute Möglichkeit, wie ich die Canon zeigen kann. Das ist die Canon, das ist mein Weitwinkel, das ist das Objektiv, das in den allermeisten letzten Videos, die ihr so gesehen habt, mich aufgenommen hat. Gerade wenn ich da hocke und was erzähle, dann ist das Objektiv, das da zum Einsatz kommt. Ja, und Gesichtserkennung wirklich ganz hervorragend. Man sieht hier den Kasten, der da dauernd versucht, auf mein Gesicht scharf zu stellen und dann verwirrt ist, weil da die Kamera ins Bild kommt, aber es ist fleißig versucht. So, jetzt hat er es auch geschafft. Das könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, wie man es macht, ne? So, aber jetzt kann man schön sehen, die versucht verzweifelt auf mein Gesicht scharf zu stellen, auch wenn ich andere Sachen in den Weg halte, dann wird trotzdem das Gesicht fixiert, also Gesichtserkennung wirklich ganz, ganz prima. Und ja, also andere Leute können definitiv eine bessere Kamera-Review zu dieser Kamera machen als ich. Ich finde sie einfach toll. Sie macht prima Bilder. Sie hat eine hervorragende Abbildungsleistung. Mir gefallen die Farben sehr gut. Das Klappdisplay ist prima. Andere Modelle der A6000-Reihe haben nämlich dieses Klappdisplay noch nicht. Als YouTuber brauche ich das aber, um so halbwegs kontrollieren zu können, ob ich denn im Bild bin. Noch schöner wäre es. Also ich möchte auch einfach mal der Vollständigkeit halber noch ein bisschen Kritik äußern, ne? Generell an Sony, nicht das an den edlen Spender. Dieser Klappmechanismus, der ist hier,
Ja, ne, der ist schon recht solide und man kriegt das dann auch fast so weit hochgeklappt, dass das hier oben drüber guckt, aber es guckt da halt nicht ganz oben drüber und das Display stößt quasi automatisch hier ans Okular. Und auch wenn das besser geworden ist im Vergleich zu anderen A6000 Kameras, also früheren Modellen, ist hier der Sucher, so heißt das Teil, genau, Entschuldigung, ist der Sucher nicht besonders scharf. Das heißt, wenn man über den Sucher wissen will, ob das Motiv scharf ist oder nicht, bisschen schwierig. Im schlimmsten Fall machst du ein Foto, zoomst das Foto dann ran. Das funktioniert wunderbar von der Bedienung her und so weiter. Das ist alles sehr intuitiv und ganz nachvollziehbar. Zoomst das Foto ran, guckst, ob es scharf ist und dann passt es einigermaßen. Dann weißt du auch langsam, unter welchen Bedingungen die jetzt nun scharfe Bilder machen und unter welchen nicht. Aber ja, der könnte tatsächlich ein bisschen besser sein. Da ist der Monitor fast besser geeignet. Der hat also Tile-Touch, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie ein bestimmtes Objekt scharf stellen möchte, dann kann ich das antippen und dann setzt er da den Fokuspunkt drauf oder er versucht es zumindest. Es sind jetzt gerade beschissene Lichtbedingungen hier drin, ne? Und alles schwierig und alles eigentlich im Grunde auch zu nah, aber ja, er versucht es zumindest und dann kann man den Fokus auch abbrechen und dann macht der Autofokus weiter und tut halt, was er lustig ist. Und wenn ich hier meine Hand reinhalte, dann stellt er halt auf die Hand scharf oder versucht es zumindest und so weiter. Ja, aber wirklich, das ist ja jetzt nicht, dass ich jetzt hier wirklich sämtliche Feature dieser Kamera vorführen möchte, aber funktioniert toll. Aber eine Sache möchte ich doch noch schnell zeigen. Objektivwechsel kennt man, ne? Man nimmt es ab, man nimmt irgendein anderes, schraubt irgendein anderes entsprechend drauf. Das ist jetzt nichts, was unglaublich überraschend sein sollte. Und dann kann man mit einem anderen Objektiv arbeiten. So, und das Witzige ist jetzt, das hier hat keinen Autofokus. Das heißt, wenn ich hier irgendwas fokussieren möchte, dann muss ich das mit diesem Fokusring tun. Und jetzt seht ihr auf dem Display diese weißen, ja, da sind sie jetzt deutlicher, dann verschwinden sie wieder, diese weiße Markierung. Und das ist mit eins der genialsten Features dieser Sony-Kameras, weil mit dem Autofokus ist es immer schwierig, wirklich auf dem Display zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich gerade scharf. Und durch diese weiße Markierung, da kann man auch andere Farben auswählen, wird eben der Bereich des Bildes farblich hervorgehoben, der gerade scharf ist. Und das heißt, damit kann ich dann jetzt ein Bild machen und dann weiß ich eben vorher, was scharf ist. Und das macht das Fokussieren mit einem Autofokus-Objektiv so viel einfacher. Und das gilt auch, wenn ich mich selber filme, dann habe ich einen noch weißeren Bart als in der Realität, einfach weil der weiß hervorgehoben wird und habe dann auch noch weiße Flecken in den Augen. Aber dann weiß ich, dann bin ich offensichtlich auch scharf im Bild. Augenscharf, bartscharf, das sind so die wesentlichen Bestandteile meines Gesichts. Ja. Also, das macht wirklich außerordentlich viel Freude mit dieser manuellen Fokushilfe oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, zu arbeiten. Das macht wirklich Spaß. Und grundsätzlich ist die Kamera natürlich auch aufgrund ihrer Abmessung. Ja, man sieht das ja. Das sind meine hier Hand, ne, Kamera. Die ist wirklich ordentlich leicht. Und wenn man dann da so ein winziges Objektiv wie hier das Kit-Objektiv verwendet, ja, das ist ja wirklich nichts. Das wiegt auch quasi nichts. Dann spare ich bei dieser Kamera mit einem, ja, leichten Objektiv wie diesem hier. Also müsste schon ein leichtes Objektiv sein. Man kann natürlich auch einen großen Trümmer drauf klatschen. Dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ja, aber mit einem leichten Objektiv spare ich mit dieser Kamera im Vergleich zu meiner Canon mit einem ebenfalls leichten Objektiv nochmal zusätzliche 200 Gramm im Gepäck. Und das freut mich gar sehr. Ja? Und dann habe ich für die 200 Gramm, kann ich also quasi noch anderes Zeug mitnehmen. Und man muss dazu sagen, ich habe eben den Gewichtsvergleich gemacht. Die hier hat irgendwie knappe 500, die kennen ein bisschen mehr als 700. Da hatte ich aber hier noch erstens habe ich hier noch dran, hier am Gehäuse, dieses Metallteil. Das ist ein Mini-Wick. Der ist dafür da, dass es gibt nämlich ein Problem. Ja? Hier ist der Blitzanschluss. Ich plaudere einfach aus dem Nähkästchen. Und wo ist er denn? Hier ist er, der Puschel. Wenn ich hier jetzt meinen Puschel dran mache, an dem Blitzanschluss, den regulären, ne, und dann schraube ich den da dran und dann könnte ich jetzt theoretisch, den muss ich natürlich noch anschließen und alles, ist aber egal, dann könnte ich euch jetzt was erzählen, ja, und dann sieht die Kamera so aus, wenn ich da reingucke. Wie will ich denn jetzt da hinten bitte das Display hochklappen und noch sehen, ob ich eigentlich im Bild bin, wenn ich hier den Puschel davor habe? So wird schwierig.
Und darum ist eben dieses Mini-Rig sehr hilfreich. Erstens, man kann da problemlos per Schnellverschluss, na, jetzt hängt natürlich das Kabel überall im Weg, ja klar. Ja. So, man kann da per Schnellverschluss eben, das sind diese Bammelchen, die hier rumbammeln, da kann man per Schnellverschluss dann jederzeit einen Trageriemen dran machen. Das spare ich mir jetzt, das müsst ihr mir so glauben. Und außerdem kann man an dieses Teil eben entweder hier, so dass man das Display noch sieht, den Puschel befestigen oder den Puschel auch hier seitlich, das finde ich auch eigentlich ganz cool, befestigen. Na, und dann sieht man einen auch noch. Und man hätte die Möglichkeit, jetzt zusätzlich wirklich noch einen Blitz drauf zu schrauben, nochmal, weiß ich nicht was drauf zu schrauben, eine Videoleuchte, Blitz, Videoleuchte, Puschel. Na ja, gut, braucht man keine Videoleuchte und einen Blitz parallel, es sei denn, man ist irgendwie krasser Studiofotograf. Das bin ich ja nicht, werde ich auch nie sein. Aber es geht. Na? Und das ist ganz cool. Und ja, das Ding wiegt halt nochmal zusätzliche, ich glaube 80 Gramm oder was, ich muss das mal wiegen. Dafür muss ich es aber abschrauben und das macht Arbeit und deswegen Faulheit obsiegt. Ja, das ist die Kamera, die nehmen wir jetzt mal weg. So, denn dazu gibt es ja noch Objektive. Und zwar ist das jetzt eine E-Mount-Kamera, heißt man kann da E-Mount-Objektive draufpacken. Und E-Mount-Objektive haben die wunderbare Eigenschaft, die sind klein. Ja, also Kamera klein, Objektive klein, geringes Gewicht, einfach zum Mitnehmen, super toll. Punkt. So, und ich habe hier eine diverse Auswahl von schönen Fixbrennweiten. Diese sechs hier, alles Fixbrennweiten. Und das Ding, was da gerade drauf gewesen ist, müsste ich auch noch mal kurz dazu stellen. Dann machen wir die andere noch mal schnell drauf, damit hier nicht irgendwelche Staubgeschichten oder sonst was reinkommen. So, und ja, Fixbrennweiten für alle, die es interessiert. Es gibt Zoom-Objektive. Das ist ein Zoom-Objektiv. Ne? Da dreht man, dann kommt hier ein langes Rohr raus und dann hat man eine relativ krasse Brennweite. Das heißt, der Vogel sitzt entweder noch recht weit weg und wenn man hier ganz weit rausdreht, dann kommt der Vogel immer näher, bis der Vogel halt so nah ist, wie geht, wenn man ganz rausgedreht hat. Da hat man ein entsprechend langes Rohr, damit eine entsprechende Vergrößerung. Das ist wie ein Fernglas. Je länger das wird, desto mehr siehst du, beziehungsweise desto näher kommst du ran. Punkt. Ja? So ein Objektiv, hier sowas, das ist natürlich sehr flexibel, weil das eben von 70 mm bis 210 mm, ich glaube das war's, 55 bis 210 mm alles abdeckt. Jetzt kommt übrigens noch dazu, dass solche APS-C-Kameras, das ist eine APS-C-Kamera, die hat also einen vergleichsweise kleinen Sensor, der nur einen kleinen Bereich des Bildes, also nur ein kleines bisschen dessen, was vom Objektiv wirklich abgebildet wird, des Bildes, das durchs Objektiv sichtbar ist, landet auf dem Sensor. Damit macht es quasi automatisch vom Gesamtbild, das das Objektiv sieht, macht diese Kamera nur eine kleine Ausschnitt Vergrößerung sozusagen und damit hat man da einen Kropffaktor von ca. 50% drin, also 1,5, sowas um den Dreh. Das heißt, wenn ich da ein Objektiv, das nicht, ja, das im Grunde als normale Kleinbildkamera wirklich so und so viel Millimeter Brennweite aufweist, draufsetze, dann kannst du auf die Brennweite, die hier oben drauf steht, in diesem Fall 16 bis 50, nochmal 50% oben draufsetzen. Die 16 ist also eine 24 und die 50 ist eigentlich eine 75 und im Fall von einem 210er Tele hat man da halt eben nicht nur 210 mm, sondern 315. Sowas, ich glaube, ja. Und das führt dazu, dass man mit einer APS-C-Kamera im Regelfall mehr Zoom hat. Aber dafür, nach unten hin, wenn das Bild immer weiter werden soll, also ein sehr weites Bild sein soll, dann gibt es da halt Schwierigkeiten. Weil selbst wenn man ein 10 mm Objektiv, das filmt gerade auf meiner Canon, das ist also theoretisch ein 10 mm Objektiv, deswegen sind Sachen, die sehr nah an mir dran sind, also zwischen Objektiv und der Kamera, die hier liegt, das sind, ja, das ist diese Hand, das ist eine, so viel ist das. Ja, das sieht nicht so aus, weil das eben ein Objektiv ist, das Sachen weiter weg zeigt, als sie tatsächlich sind. Aber das hat jetzt zwar theoretisch 10 mm, das Objektiv, das sie das gerade aufnimmt,
ist aber nicht wirklich 10, weil eine Canon APS-C-Kamera auch einen Crop-Faktor hat, im Fall von Canon ca. 1,6. Das heißt, ich filme hier mit 16 mm statt mit wirklich 10, die das Objektiv hätte, einfach weil nur ein kleiner Ausschnitt vom eigentlich wirklich im Objektiv abgebildeten Bild auf dem Sensor der Kamera landet und damit, ja, ganz grob erklärt, das können andere Leute auch wieder besser als ich, ganz grob erklärt haben wir daher dieses Bild so, wie wir es haben. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, das ist vor allen Dingen eine günstigere Lösung als eben die berühmten Vollformatkameras, die dann eben, wenn da 16 mm auf dem Objektiv steht, auch wirklich mit 16 mm arbeiten. Dafür hast du dann halt aber auch nur 210 mm Zoom und nicht 315, aber du hast halt die vollen 10 mm Weitwinkel, die ich jetzt mit diesem Objektiv gar nicht erreichen kann, auch wenn das Objektiv dazu in der Lage wäre. Ne? Klar soweit? Gut. So viel zum Crop-Faktor, so viel zum Zoom-Objektiv, beziehungsweise noch nicht ganz so viel zum Zoom-Objektiv, denn durch die Flexibilität, die Zoom-Objektive haben, haben die auch Nachteile, denn bei dieser Zoomerei müssen hier Linsen drin verschoben werden, damit das Ganze auch noch scharf gestellt werden kann. Und diese ganzen Materialien, die hier drin sind, um das Zoomen zu ermöglichen, die brauchen Platz. So, und jetzt fotografiert man grob gesagt dadurch, dass ja Licht durch das Objektiv auf den Sensor, das ist dieser da, drauf fällt. Ne? Und dass je mehr Licht das ist, desto mehr Spielraum, sage ich mal, hat man für gute Fotos. Ganz grob gesagt, ja. Also man möchte gerne möglichst viel Licht auf seinem Sensor haben, um das Objekt, das man fotografieren möchte, möglichst vernünftig abzubilden. Wenn es dunkel wird, wird Fotografieren sehr, sehr schwierig. Und je nachdem, wie viel Zoom da jetzt noch zusätzlich in so einem Objektiv drin verbaut ist, ist es nicht mehr sehr lichtstark. Lichtstärke wird meistens angegeben auf den Objektiven in Form der maximal offenen Blende, die die zur Verfügung stellen, 3,5 bis 5,6. Das hängt davon ab, wie viel man gerade ranzoomt. Wenn man ganz viel ranzoomt, hat man bloß noch eine Blende von 5,6. Das ist nun wirklich nicht besonders toll. Im Gegenteil, das ist ziemlich beschissen. Aber ist halt auch nur das Kit-Objektiv. Das ist normal, das ist auch in Ordnung. Dafür hat es andere Vorteile und es ist vor allen Dingen bei der Kamera schon mitgeliefert und preisgünstig für denjenigen, der das wirklich bezahlen muss. ist wirklich irre. Ist das vielleicht eben dann ein relevantes Thema. Ja, 3,5 Blende, das ist schon nicht ganz mies, aber das funktioniert auch nur, wenn man hier maximal rauszoomt. Wenn wir uns nochmal im Vergleich dieses Tele hier angucken, das hat steht hier auf der Seite irgendwo drauf, 4,5 bis 6,3. Wenn man also wirklich auf 210 bzw. 315 mm ranzoomt, da hat man bloß noch eine Blende von 6,3 und das ist nun wirklich nicht so, dass man da irgendwie, und es ist böse zu meinen, bei der Dämmerung noch von Freihand irgendwie Fotos machen könnte. Das geht nicht. Dafür kommt einfach viel zu wenig Licht dadurch, dass da ist dann nicht mehr viel zu holen. Die Blende ist grob gesagt das Loch, die Größe des Lochs, durch das das Licht in die Kamera fällt. Das ist die Blende. Ja? Und dieses Loch kann man umso weiter aufmachen, je kleiner die Blendenzahl ist. Und wenn die Blendenzahl meinetwegen 1,2 ist, das kostet ein Schweinegeld, wenn du ein Objektiv mit 1,2 haben möchtest, wirklich ein Schweinegeld. Also die sind extrem teuer, die sind teurer als viele Kameras, zumindest als Einsteigerkameras. Und dann hat man aber da wirklich ein riesiges Loch, durch das maximal viel Licht auf den Sensor fällt und kann dann auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch vergleichsweise gute Fotos machen. Und es hat noch den Vorteil einer maximal geringen Tiefenschärfe. Vielleicht will man das mal haben. Also eine geringe Tiefenschärfe bedeutet, dass ich hier irgendwo genau eine Ebene des Fotos scharf stellen kann, meinetwegen jetzt beispielsweise meinen Finger. Und wenn ich jetzt eine geringe Tiefenschärfe hätte, dann würdet ihr nur meinen Finger gestochen scharf erkennen. Alles vor meinem Finger und alles hinter meinem Finger würde in einem unscharfen sogenannten Bouquet übergehen und man würde da nichts mehr erkennen können. Das empfinden viele Leute als schön, weil man eben mit Schärfe und Unschärfe auch den Blick im Bild lenken kann und so ein spannendes und interessantes Foto machen kann in der Theorie. Ne? Je nachdem, jeder persönlich nach eigenen Vorlieben. Fotografieren ist Kunst ist Geschmackssache. Und damit darf man da Dinge
Dinge mögen und andere Dinge nicht mögen. Aber in der Theorie kann man eben mit diesem Bouquet, für manche Leute ist das extrem wichtig, dann ganz tolle Fotos machen. Und dafür braucht man dann eben eine offene Blende und wenn wenig Licht da ist. Wenn man immer nur mit viel Licht fotografiert, ist das mit der offenen Blende nicht so wichtig. Dann kann man trotzdem schöne Bilder machen. Dann wird man die Blende sogar absichtlich nochmal ein bisschen zumachen. Also das Loch, das da drin ist, sogar kleiner machen, als es eigentlich sein müsste, weil mehr größer als ganz groß geht irgendwann nicht mehr. Kleiner machen bis zu einem winzigen Punkt, das geht immer. Dann kommt nur noch ganz wenig Licht rein. Dafür hätte man dann in der Landschaftsfotografie wichtig eine Schärfe, die von ganz nahem Objektiv bis in die Unendlichkeit reicht. Also alles, was irgendwie auf dem Bild abgebildet ist, ist scharf. Ja, und das ist jetzt wichtig, wenn wir mit Festbrennweiten arbeiten wollen. Und Festbrennweiten haben halt eben keinen Zoom. Also hier kann ich eben, oder Moment, ich zeige euch das mal so. Hier kann ich jetzt wählen, ob ich ranzoome oder rauszoome. Mehr Zoombereich habe ich mit diesem Objektiv nicht, aber ich habe einen Zoombereich. Mit den Dingern habe ich überhaupt keinen Zoombereich. Die haben keinen Drehring, wo man irgendwas zoomen könnte. Das Einzige, was man hier drehen kann, ist die Gegenlichtblende und dann schraubt man sie ab. Und dann kann man hier drehen, aber das ist nur zum Fokus einstellen, also für die Schärfe. Diese Objektive, das sind die Sigma 2.8er Reihe. Alle drei von Sigma, 1, 2, 3. Und es gibt da, jetzt bei mir zumindest, hier einmal das 19 mm. Das entspricht mit dem Crop-Faktor zusammen ungefähr dem, was auch das menschliche Auge sieht. Also ungefähr dem Zoom unseres Auges. Dann habe ich ein 30 mm, das heißt also eigentlich ein 45, das ist leicht rangezoomt. Das ist eine Brennweite, die ganz klassisch für ganz viele verschiedene Arten von Fotografie, die kann man von Porträt nehmen, die kann man für irgendwelche Detailaufnahmen in Architektur, in Landschaft und so weiter nehmen. Für Landschaft halt nicht für die weiten Panoramen, aber eben für Details draußen, zum Beispiel schön zum Bäume, Äste, Pilze, Wurzeln, so ein Zeug fotografieren. Das geht damit ganz gut. Blümchen, wo man Details sehen möchte, dann nimmt man dann lieber ein Makroobjektiv, dazu kommen wir noch. Ja, es dauert eine Weile heute. Aber ja, das wäre dann eben die klassische Brennweite, so um 50 mm. Und dann habe ich noch für Porträts vor allen Dingen sehr schön zu gebrauchen. Das mache ich jetzt selten, das habe ich früher mal gemacht. Ich habe jetzt weniger Frauen zur Hand. Nichts Böses dabei denken, ja. Ich habe einfach weniger Klassenkameradinnen, Mitstudentinnen und solche Sachen zur Hand, ja. 60 mm. Also mit Crop-Faktor quasi 90. Das ist toll für Personenfotografie, weil man eben mit einer höheren Brennweite dann einfacher so dieses Bouquet hinbekommt. Und gerade bei Porträtaufnahmen möchte man gerne einen unscharfen Hintergrund haben, damit man sich eben auf das Gesicht der fotografierten Person, sofern sie dann ein Gesicht hat, hat nicht jeder, konzentrieren kann. Genau, das ist so der Gag dahinter. Gut, diese drei, die Sigma, die haben alle Blende 2.8. Das ist gut, das ist nicht super, super krass. Aber das ist gut und das reicht für meine Zwecke auch vollkommen aus. Und dementsprechend bin ich mit denen sehr, sehr glücklich. Die funktionieren alle drei ganz prima. Zum Filmen ist der Fokus ein ganz, ganz kleines bisschen zu laut. Das merkt man aber nur dann, wenn man das in die Kamera eingebaute Mikrofon nutzt und nicht dieses hier. Weil dieses hier, das hat hier extra diesen beweglichen Dingerich, ne, dass der Puschel da so locker drauf hängt. Und damit sind Geräusche, dieses Kamerageräusche, auf diesen Dingerich hier überträgt, im Mikrofon nicht zu hören, weil der dann nur so locker und mit Dämpfung quasi draufhängt. Das wäre dann also in dem Moment schon egal. Das heißt, auch da ist tiptop Objektive für mich und das stört mich überhaupt nicht, dass die ein kleines bisschen zu hören sind. Nicht zu hören hingegen sind diese Schätzchen, denn diese Schätzchen sind jetzt auch Festbrennweiten, also die haben wieder keinen Zoom, da guckst du durch und die einzige Möglichkeit, ein Objektiv näher ranzuholen, besteht darin, dass du hinläufst. Und wenn du es weiter weg haben willst, dann musst du weiter weglaufen oder das komplette Objektiv wechseln. Aber das sind jetzt von Nietzsche, ich habe keinen Plan, wie man die ausspricht, aber jedenfalls sind das Oldschool-Objektive in gewisser Weise. Ich habe ja noch Fotografien von meinem Vater beigebracht bekommen, vielleicht nicht allzu super professionell, aber auf jeden Fall so, dass es Spaß macht und gelernt eben auch, was Blenden und Verschlusszeiten und Brennweiten und so weiter und so fort sind, habe mich dann später dann noch ein bisschen weitergebildet, aber früher,
Also heutzutage, man kennt jeder Automatikkamera, man stellt auf Automatik, man guckt sich irgendein Motiv an, drückt den Auslöser halb durch, das Ding stellt scharf auf das, was er denkt, was er scharf stellen soll, dann drückst du drauf und dann macht's Klick und dann hast du ein Foto, das meistens ganz okay bis schon sehr, sehr, sehr gut ist, je nachdem. Früher ging das nicht, früher hatte man manuell fokussierende Objektive und genau um sowas handelt es sich hier. Das heißt, wenn man mit denen was scharf stellen möchte, dann braucht man hier den vorderen Ring. Mit dem vorderen Ring kann man den Fokus wählen. Das heißt, ich würde jetzt das Bild, hier die Schärfe würde von da hinten auf hier immer näher kommen und dann wieder zurück, wenn ich hier, während ich hier drehe. Ne? Und das andere ist, die haben auch eine manuell zu wählende Blende, hier unten einen Blendenring, bei dem ich einstellen kann, mit welcher Blende, also mit welcher Öffnung ich hier arbeiten möchte. So ist das Ding jetzt extrem offen. Man sieht das richtig, was das für ein Riesen, was das für einen großen Durchmesser hat. Da kommt also ganz viel Licht durch. Das ist ein sehr, sehr, sehr lichtstarkes Objektiv. Entsprechend Blende 2.0. Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon wirklich, wirklich ziemlich gut. Und wenn ich jetzt die Blende zudrehe, wo ist er denn, der Blendenring? Ich sehe ihn nicht. Da. Seht ihr? Jetzt geht das dazu. Upp. Genau, bis hin zu einem ganz kleinen Punkt und dann kann man wieder aufmachen und das ist eben die Blende, von der ich die ganze Zeit spreche. Kann man hier schön sehen. Ja, aber jetzt machen wir das Ding wieder zu, bevor da irgendwelcher Dreck reinkommt. Das wäre doch sehr schade. Also Blende 2.0, schon mal prima. Brennweite hat das hier. Hier vorne steht es, 50 mm. Das ist also auch ein prima Porträtobjektiv, auch für Details im Wald gut geeignet und mit der Blende natürlich tippitoppi. Ich habe aber auch das, worüber ich mich wirklich sehr freue, Blende 1.7. Das heißt, das hat ein noch größeres Loch. Ja, da kommt noch mehr Licht durch. Das ist jetzt hier ein bisschen abgeblendet, glaube ich. Moment, machen wir mal. Ja, jetzt ist zu und auf. Ja, also wirklich, wirklich eine große, große, große Öffnung. Ganz tolles Lichtverhältnis, 35 mm. Also das wäre jetzt so das ideale Details im Wald und damit kann ich mich auch filmen. Das habe ich auch schon testhalber getan und auch schon viele Testfotos gemacht. Ergebnis ist wirklich ein gestochen scharfes Bild bei ganz wenig Licht, immer noch toll. Den Fokus muss ich dann halt manuell auf mich draufsetzen. Das Problem ist, ich darf mich dann nicht groß bewegen, weil die Kamera stellt eben nicht nachscharf. Hier, je nachdem, wo ich rumhantiere und wo ich der Kamera sage, auf was sie scharf stellen soll, stellt sie auf verschiedene Dinge scharf. Wenn ich so ein Objektiv verwende, dann kann sie das nicht. Dann müsste ich also regelmäßig an der Kamera am Fokus drehen. Ich mache das hier mal spaßeshalber gerade. Ich starte mal hier auf manuellen Fokus. Und wenn ich jetzt hier am Fokus drehe, seht ihr, da wird alles unscharf, dann wird es scharf, dann wird es in die andere Richtung unscharf und immer so weiter. Ja? Und so muss ich halt dann auch, wenn ich jetzt irgendwas weiter weg bewegen möchte, wenn ich das jetzt hier hinstelle, so ist es halbwegs scharf. Wenn ich jetzt den Fokus aber, wenn ich das jetzt weiter wegschiebe, dann wird es irgendwann unscharf und wenn ich es da hinten hinstelle, dann ist es auf jeden Fall unscharf. Und dann muss ich halt den Fokus entsprechend so einstellen, dass dann da hinten die Holzkisten langsam wieder schärfer werden, so wie jetzt. Ne? Und das muss ich dann alles manuell machen und deswegen ist das mühsam. Drum hat man das heutzutage nicht mehr so oft, aber nichtsdestotrotz, zurück auf Autofokus, haben diese Objektive eine hervorragende Abbildungsleistung. Wenn man Zeit hat zum Fotografieren und wirklich Zeit hat, sich einzustellen, wie man das Bild haben möchte und alles manuell zu machen und sich Gedanken zu machen, wenn ich das Bild jetzt so mache oder so, was kommt dabei raus, dann macht das richtig, richtig Spaß mit diesen alten Dingern. Wirklich. Da freue ich mich also ordentlich drüber und die Abbildungsleistung ist wirklich großartig. Das macht richtig Freude. Gestochen scharfe Bilder, ganz toll. Ähnlich wie bei diesen, das ist das gleiche Prinzip wie da hinten, die Naken oder was auch immer. Ein Samyang, das fast schon legendäre Samyang 2.0, von dem hat man schon mal gehört. Samyang, genau genommen 12 mm Blende 2.0. Das ist ein sehr weitwinkliges Objektiv, das würde ungefähr, Moment, von der Zoomstufe dementsprechend, was ihr jetzt seht. Das heißt, diese Objektive hier und die Kameralinse sind noch 5 Meter, mein Daumen ist jetzt noch 5 cm von der Objektiv. Vom Glas, vom Objektiv entfernt. Ja? Und die Handspanne ist eigentlich nur so lang.
Also schon ein sehr weites Bild, ganz toll für Landschaftsaufnahmen. Und das mit Blende 2 führt halt auch dazu, dass man tolle Dämmerungsaufnahmen machen kann, dass man insgesamt mit wenig Licht schaffen kann, dann braucht man auch weniger ISO. Eine Kamera kann ja die Empfindlichkeit ihres Sensors rauf und runter schalten. Wenn der Sensor auf sehr empfindlich steht, dann kannst du zwar bei wenig Licht noch ein Bild machen, das man erkennt, aber du hast unglaublich viele Körnchen im Bild und das sieht einfach nicht mehr schön aus. Bildrauschen nennt man das. Und damit ist das einfach nicht nötig. Und da habe ich schon ganz viele großartige Fotos gesehen, die mit diesem Objektiv gemacht worden sind. Ich selber habe noch kein großartiges gemacht. Vielleicht kommt das eines Tages. Ja? Ich bin jetzt nicht der beste Fotograf der Welt, aber Spaß dran habe ich trotzdem. Und für den privaten und Heimgebrauch mag das alles ganz toll sein. Ja, soviel zu diesen Objektiven. Jetzt der Vollständigkeit halber. Noch der Hinweis. Das ist ja eine E-Mount-Kamera. Das heißt, die arbeitet mit den E-Mount-Objektiven. Die sind klein, die sind leicht, die sind praktisch zum Mitnehmen. Theoretisch kann man aber mittels eines Adapters, dieses Ding hier, an diese Kamera auch F-Mount, glaube ich, heißen so, Objektive dran schrauben, die eigentlich für größere, schwerere Vollformatkameras gedacht sind. Also so richtige Trümmer. Ja, und das machen wir mal kurz. Das ist natürlich jetzt ein anderes Kaliber. Ne? Das ist ein Ultraweitwinkel-Zoom-Objektiv. Man kann hier richtig schön sehen, dass das Glas gewölbt ist. Ne? So, das ist einfach, damit eben ein weiteres Bild entsteht, als in der Realität vorhanden ist. Es ist also quasi eine Rückwärtslupe. Ne? Die holt nichts ran, die bringt Dinge weiter weg, als sie tatsächlich sind. Ähnlich wie hier das Samyang. Damit die überhaupt eben von ihrem Gewinde her, von ihrem Bajonett nennt sich das, auf diese Kamera draufpassen, braucht man noch diesen Adapter dazwischendurch. Der hat den Vorteil, dass man hier unten nochmal ein extra Stativ anbringen kann. Wenn ich also ein Riesenrohr an eine leichte Kamera hänge, dann kann ich wenigstens hier das Stativ dran bauen und nicht da hinten. Also das ist die Schnellwechselplatte fürs Stativ. Sondern da und dann verlagert sich der Schwerpunkt so ein bisschen positiv, damit einem das Stativ nicht so schnell umkippt. Ja. Aber grundsätzlich ist das so dann halt schon ein ganz anderer Trümmer als mit diesen kleinen E-Mount-Objektiven. Nichtsdestotrotz sind die toll. Ja. Die machen auch einen super Job. Das ist auch ein Automatikobjektiv. Kann man also alles schön selber scharf stellen. Man kann trotzdem hier erstens mal die Zoomstufe wählen und zweitens hier hat man noch eine Möglichkeit, eben für die manuelle Fokussieren zu sagen, wo er es scharf stellen soll. Und ja, das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude auch entsprechend. Ja, also auch ein ganz, ganz tolles Objektiv. Das ist also ein Ultraweitwinkel, 10 bis 20 mm. Der Vollständigkeit halber, was ich hier auch noch habe, das ebenfalls den Adapter braucht, das ist ein Makroobjektiv. Das ist quasi eine Lupe zum Fotografieren. Damit kann man sehr, sehr nah ran an das Objekt, was man fotografieren möchte und dann wird es entsprechend sehr, sehr groß. Hat auch einen gewissen Zoom, 30 mm. Also die Abbildungsleistung ist ein bisschen größer, als man das mit dem menschlichen Auge sehen würde. Und wenn man dann zusätzlich noch ganz nah rangeht ans Objekt, das man fotografieren möchte, wird das stark vergrößert. Das ist natürlich großartig für Botanikfotografie. Ja? Pflänzchen aller Art, Bäumchen, Nädelchen, was auch immer. Da werde ich auch noch ganz viel Spaß mit haben. Muss ich nur noch dazu kommen, das auch benutzen zu können. Und dann gibt es noch so ein paar Universalobjektive. Da wäre hier dieses zu nennen. Das ist, eigentlich ist das ein Tele. Das ist noch kein richtiges Original. Universal. Aber das hat zum Beispiel hier diesen wunderbaren Knopf, wo man zwischen Normal und Makro umschalten kann. Man hat also die Möglichkeit, mit diesem Objektiv auch Makroaufnahmen zu machen, dass man also ganz nah ans Objekt ran kann, obwohl man hier so ein Riesenrohr dran hat, kann man trotzdem das Objekt sehr nah ranholen durch diesen Makro-Schalter und diesen Makro-Modus und dann ist das auch ein sehr universelles Objektiv für Dinge, die ganz nah oder ganz weit weg sind. Leider ist der Zoom ein bisschen, die Scharfstellung, der Scharfstellungsmotor eben jetzt nicht der allerleiseste. Man kann nicht immer alles haben, das gibt es bei Objektiven nicht. Ja, es sei denn, du gibst 4000 Euro für die Teile aus und nein, das ist ja idiotisch. Ganz ehrlich, das brauche ich dann auch. Ich bin ja kein Profi-Fotograf. Es geht mir nur darum, ein halbwegs vernünftiges Bild abzuliefern und bald hoffentlich auch ein wackelfreies Bild. Das spielt dann auch auf die andere Sache, die hier nicht auf dem Tisch liegt, an. Aber wie gesagt, da brauche ich noch
Moment, ne? Das ist jedenfalls ein Moment, lasst mich lügen, 70 bis 300 mm Tele, sehr, sehr großer Zoom-Bereich, kann man ganz tolle Aufnahmen von Tieren und so weiter und so fort theoretisch mitmachen. Man muss dann allerdings fast schon ein Stativ haben. Aber nicht nur fast schon, sondern das muss man eigentlich schon. Es sei denn, das Tier ist wirklich nicht sehr weit weg und es ist strahlendster Sonnenschein, dass man ganz kurze Verschlusszeiten wählen kann. Aber das führt jetzt zu weit. Mit Verschlusszeiten fange ich jetzt gar nicht erst an. Und dann habe ich noch dieses Schätzchen, das ist auch ein ganz, ganz tolles. Das ist so ein Universal-Reiseobjektiv. Das hat eine Brennweite von 18 bis 250. Also 250 schon wirklich ein sehr, sehr, sehr guter, richtig weiter Zoom. Und 18 ist ein kleines bisschen, ein Hauch mehr. Ein Hauch mehr als ungefähr das menschliche Auge. Ja, also wirklich vielleicht nur ein Hauch. Vielleicht auch ziemlich genau ungefähr der Zoom, den das menschliche Auge auch ungefähr aufweist. Ja, also. Und das Coole ist dabei noch relativ kompakt. Wieso ist es dabei noch relativ kompakt? Naja, weil es ein Doppelrohr hat in zwei Ausfahrstufen quasi. Damit also ganz raffiniert gebaut. Irre Objektiv, unglaublich lang. Wenn es ausgefahren wird, das macht richtig Freude, dass da noch so ein riesen Rohr rauskommt. Damit werde ich auch mit Sicherheit noch viel Spaß haben. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht so viel ausprobiert, wie ich es eigentlich ausprobieren sollte. Ich möchte nochmal erwähnen, die Abbildungsleistung von so einem Zoom-Objektiv, je weiter die Brennweite ist, von 18 bis 215, ist wirklich 250, ist wirklich sehr, sehr universell. Da ist die Abbildungsleistung, die Bildqualität nicht so großartig wie mit einer Fixbrennweite, die nur die eine Brennweite kann und noch nicht mal einen eingebauten Autofokus hat. Ja? Also macht großartige Bilder, aber super umständlich. Super einfach, nicht ganz so toll. Das ist immer so. Ja? Das sind so Grundlagen der Objektive, soweit ich das bisher mit meiner beschränkten Fotoerfahrung begriffen habe. Wer es besser weiß, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Aber die eierlegende Wollmilchsau, die bekommst du in der Fotografie wohl auf keinen Fall. Gut. Ich möchte mich dem Ende zu neigen, weil sonst sitzen wir noch morgen hier. Ich finde, die sieht so einfach auch klasse aus, die Kamera. Mir gefällt das super gut, dass sie doch einen kleinen Body hat. Der passt in die Hosentasche. Ne? Also bei meinen großen Cargo-Taschen passt die wirklich problemlos in die Hosentasche. Und dann mit so einem kleinen Objektiv wie eben dem Kit passt sie da wirklich rein. Ne? Und das ist super zum Mitnehmen, ganz praktisch. Gerade wenn man sie sich auch umhängt, stellt euch einfach vor, hier hängt noch so ein Schultertrageriemen dran an beiden Seiten. Dann kann man da auch prima. Und jetzt müssen wir kurz hier mal diesen machen, weil ich wollte noch gerne für denjenigen, dem ich den Amazon-Geschenkgutschein zu verdanken habe, kurz einen Gorilla-Pot zeigen. Das ist ein Gorilla-Pot, der hat super bewegliche, flexible Beinchen. Die kann man in beliebige Richtungen drehen, drücken, was auch immer. Und den kann man auch direkt an der Kamera geschraubt und die Kamera umgehängt transportieren. Dann hat man das also quasi alles immer gleich griffbereit, schön um die Brust hängen. Das habe ich jetzt auch schon ausprobiert. Das klappt alles ganz super. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist irgendwelche großartigen Bilder und Material von der neuen Kamera einzublenden. Die meisten anderen Videos, die es jetzt geben wird, wenn sie jetzt nicht gerade explizit von meiner Frau gedreht sind, die wird nämlich jetzt die Canon 200D gerne mal verwenden, weil damit kommt sie ganz gut klar. Die ist ihr vom Handling sehr lieb. Und diese Spiegelreflexgeschichte beim Foto machen, dieses schöne Klick vom Spiegel, wenn der Spiegel zur Seite klappt und dann wieder zurückklappt, das macht einfach fotografisch auch noch Spaß. Aber heutzutage muss man vielleicht sagen, und da bin ich auch der Meinung, wenn ich so drüber nachdenke, von vielen Profifotografen, die inzwischen auch sagen, Spiegelreflex ist cool, macht Spaß, lustig zum Fotografieren, braucht man das heutzutage noch? Nicht wirklich, weil die spiegellosen Kameras, deswegen hat die hier auch ein viel kleineres Gehäuse. Dieses winzige Gehäuse ist nur dadurch möglich, dass da gar kein großer Spiegel mehr drin ist und der Sensor quasi direkt hinterm Objektiv sitzt, ohne erst über irgendeinen Spiegel irgendwas umzuleiten, beziehungsweise dass man da auch nicht direkt mit einem elektronischen Sucher nur arbeiten muss und nicht direkt aus dem Objektiv rausguckt. Wenn ich jetzt bei dieser Kamera auch durch den Sucher gucke, ja, das tue ich jetzt nicht, ich schaue jetzt ins Objektiv mehr oder weniger. Aber wenn ich durch den Sucher gucken würde, dann würde ich wirklich vorne zum Objektiv rausschauen und das ist sehr angenehm. Das macht man mit diesen hier auch, mit dem elektronischen Sucher, den das Ding hat, aber da kriegt man nur das Bild gezeigt, was die Kamera aufnehmen würde, also quasi schaut man digital durch das Rohr. Hier, bei dem, was ich jetzt in der Hand habe, schaut man wirklich durch das Rohr, optisch. Ja, also da gibt es keine Qualität des Suchers, sondern du guckst ja direkt durchs Objektiv.
Das ist also auch kein elektronisches Bild. Das funktioniert auch, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Wenn die hier ausgeschaltet ist, dann sieht man hier gar nichts, wenn man in den Sucher reinguckt. Ne? Nicht so oldschool, so kultig, aber effizienter, und ich habe enorm Spaß mit dem Ding. Also mit der Sony, die Handhabung, die Funktionen, die hat, da bin ich richtig glücklich. Die haben mir zum Teil, jetzt wo ich sie habe, bei Canon wirklich gefehlt. Deswegen ist das hier auch eine gute Kamera. Gerade auch Preis-Leistungs-Verhältnis, die ist nämlich gar nicht so teuer, auch so heutzutage erst recht nicht. Ist das wirklich eine prima Kamera. Aber ich merke, ich bin mit der Bildschärfe nicht mehr ganz zufrieden. Irgendwas fehlt mir bei der Bildschärfe, was die hier, insbesondere mit den mitgelieferten Objektiven, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne, den vielen mitgelieferten Objektiven, was die für Bilder macht, das überzeugt absolut, ja. Ja, es gab eigentlich keinen Grund, jetzt die Kamera zu wechseln, ja, die hier funktioniert ja noch. Und ich wäre ziemlich blöd, wenn ich jetzt für eine neue Kamera Geld ausgebe. Aber ich darf vielleicht zitieren, was das beiliegende Papier, ich war hin und weg, zu dieser Kamera sagt. Von wegen, ja gut, es heißt ja nicht, dass du Geld ausgeben musst. Ja, irre. Ja, also wirklich, es macht unglaublich Spaß. Es macht richtig Freude. Ich freue mich jetzt auf jeden Videodreh, den ich mit dem Ding habe. Ich werde einiges noch ausprobieren müssen. Jetzt die ersten Versuche mit Freihandfilmen ohne die dazu gedachte Vorrichtung, einfach nur mit der Bildstabilisierung von zum Beispiel jetzt diesem Objektiv, habe ich jetzt gerade durch. Das ist gut. Es ist aber halt ähnlich wie mit dem Ding hier jetzt. Ne? Ich kann es nicht hundertprozentig wackelfrei nicht halten. Das ist im Regelfall, denke ich, akzeptabel. Es geht besser, wenn mein Bild im Gesicht ist, weil das ja immer scharf gestellt wird drauf. Ne? Also der Augenautofokus, Gesichtserkennung ist von dieser Canon auch prima. Das ist super. Das macht die Sony mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch ein bisschen besser, aber das sind Nuancen. Nichtsdestotrotz. Wenn man das jetzt so hält, dass man selber noch im Bild ist, dann geht's mit dem Gewackel einigermaßen, wie ich finde. Weil man hat einen Fixpunkt und der ist immer mehr oder weniger nicht wackelnd. Ne? Nur die Umgebung wackelt. Und das muss ich noch ein bisschen, das werde ich noch testen mit der Sony. Aber ja, weiteres dann zu wackelfreien Filmaufnahmen folgt. Ja, langer Dankeschön-Beitrag. Nichts anderes wäre angemessen gewesen. Selbst das ist im Grunde ja noch nicht mal im Ansatz angemessen. Ich kann mich nur versuchen, eben mit hoffentlich brauchbaren und Aufnahmen mit dazugehöriger Information zu revanchieren. Hoffe ich, dass du da einigermaßen auf deine Kosten kommst. Nochmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das macht so viel Spaß jetzt gerade zur Zeit. Also wirklich toll. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Tschüss.